Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein weiteres wunderschönes Mittag zu Banished. Mann, das habe ich gerade fast die Anmoderation verkackt, aber hab doch noch ganz knapp die Kurve bekommen, auch gut. So, wir sind erfolgreich, so wie in der letzten Folge, nämlich gar nicht. Das ist immer ganz gut, wenn man nicht erfolgreich ist. Das ist förderlich. So, hier, du machst dir den Orchard. Boah, ich hasse Winter, ne? Wo ist hier zumindest genügend zu essen drin? Korn, 700 Korn, das ist doch ganz gut hier, ne? So. Guck mal hier ab, hier sind auch schon wieder... Oh, Mann und Frau. Er gibt gleich Kind. So, 5 Bilder haben wir, 5 Bilder brauchen wir. Ich muss mir mal Bilder an die Wand hängen, ne? Gott, war das schlecht. Alter, ohne Witz, jetzt bringt doch noch das Scheiße hin! Mann! Oder habe ich hier wieder irgendwo einen riesigen Weg gebaut, den jetzt unbedingt fällig... Ach, die Brücke hier, ne? Ah, die Brücke hier, also Pause. Bring den Scheiß mal da hinten hin. Weißt du, und hier auch, wieso reißt du die Kacke hier nicht ab? Wieso? Weißt du, nö, wir machen lieber hier eine Brücke. Manometer. Aber das hier überhaupt was? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, wir haben nämlich keine Pier-Siblings. Also ich glaube, Pier ist ja Birne. Ja, doch, Birne müsste Pier sein. Und deswegen hat er hier nur einen Baum, aber keine Birnen. Das ergibt Sinn. Also wenn er gerade von irgendwas keine Samen hat, dann wächst er nur einen Baum, aber keine Früchte. Ne? Das ist ganz wichtig zu wissen. Oh mein Gott! Es ist Arbeit. Seit eh und je wagt sich ein Mensch an jeden Ort, wo sich ein Schicksal abgespielt hat. Die Arbeitslosigkeit. Keiner hatte Arbeit. Keine Arbeit. Fenster, geh mal weg hier. Keine Arbeit an diesem Ort. Bis eines Tages. Zwei mutige Frauen. Mit derselben Kleidung, nur andere Farbe. Sich hierhin wagten, um Bäume zu fällen und nebenbei einen Korb abzustellen. Genau. Ich kann auch in die Zukunft blicken. 5 Minuten später passiert wieder überhaupt nichts. So. Wie viel Firewood haben wir? 400, das reicht für die nächsten paar Herr Winters, wie geht's Ihnen denn? Herr Winters. So, was ist hier? 30 Juden, 6 Children, 26 große Buben. So, hier ist noch eine kleine Pflanze, die muss rausgerissen werden, sonst können die alle nicht... Achso, die ist außerhalb, okay. Warte, was ich gesagt habe. Der Baum hier stört mich, mach den mal weg hier. Ja, genau. Nee, der Baum stört mich, mach den mal weg hier. Danke. So. Komm, du kannst doch flexibel sein und den Baum jetzt hier fällen, oder? Oder? Mach es. Mach. Ich hasse diese Frau. So, ist doch alles beseitigt, oder? Lol, was ist denn? Ach, die ganze Scheiße muss da weggetransportiert werden, genau. So sagt man das. War der besoffene Razor, ey. Wieso wird denn hier Firewood transportiert, gemacht? Na egal, Alter, was geht denn hier ab? Völkerwanderung oder was? Weißt du, die zwei arbeiten und die sind einfach nur jetzt als Tarnung, weißt du? Die haben natürlich nichts mit, können nicht, weil die sind ja nicht ausgewiesen. Da sind halt die Arme einfach zu schwach. So, du kommst gerade aus der Mine raus. Was machst du? Feierabend wahrscheinlich. Naja, so ist das eben hier. So ist das eben hier. Jetzt geht doch mal voran. Voll geil.
Aber der Einkaufskorb steht hier immer noch, ne? Das finde ich aber nicht so geil. Ich überhaupt nicht gut. Ah. Schön. Wird schon wieder hintransportiert? Oh mein Gott. Es wird gearbeitet. Oh mein Gott, es wird gearbeitet. Nee. Oh mein Gott. Was weil? Die bückt sich den ganzen Stapel mit und packt ihn einfach in ihren Körper rein. Die frisst ihn auf und kotzt ihn dann wieder. Jetzt geht er mal raus. Ja, ja, it's getting something to eat. Ja, machst du immer, ne? Na ja, gut, aber die hat doch gearbeitet, ne? Das muss man natürlich auch nicht vergessen. Das ist auch was gemacht. Darf ich auch mal so einen Sneakers gönnen? So, was ist hier? Ach Gott, die bringen das hier zum Lager. Perfekt, Freunde. Perfekt. Weißt du, so sieht die Organisation aus. Und nicht so, jetzt mache ich hier einen Baum weg. Oh, nö, hab ich keinen Bock mehr. Geh jetzt. Und nehme ich mal das Holz mit. Guck mal, der bringt auch, glaube ich, auch was hin. Oder sammelt, ah, der sammelt einen. Ja, okay, einen. Aber vielleicht ist er auch gerade voll. Ist er voll, ist er voll, ist er voll, ist er voll. Nö, ist er eigentlich nicht, aber wenn er meint, dann bringt er eben nur einen mit. Hauptsache, er macht was. So, unser Inventar ist bald voll. Ob das jetzt gut ist, sei mal dahingestellt. Einerseits ja, weil wir nämlich ein Vieh bauen können. Andererseits nein, weil dann kein Schutt hier mehr hin transportiert werden kann, wenn man so möchte. Wir brauchen eigentlich mal so ein Industrielager irgendwie. Hier, komm, da bauen wir gleich noch eins hin. Oder hier rein. Nee, da hinten hin. Ist besser, weil es zentraler liegt dann, wenn wir hier weiter ausbauen. Wenn wir dann alles hier, also wenn wir Nahrung, Lager, alles hier in dem Bezirk haben, dann haben wir hier später ein Problem. Das wollen wir nicht, ne? Das ist nicht gut. So, jetzt sind wir gleich fertig hier. Kriegst du die fünf Dinger noch mit? Kriegst du die mit? Weiß es nicht. Ne. Och Mann. Ne, dann halt nicht. Ne, ich meine, man muss ja sehr leise sein. Ich sitze hier gerade auf dem Bürostuhl und mache irgendwelche YouTube-Aufnahmen, während die sich hier abarbeiten. Das ist natürlich ganz fair. Ich muss mich aber mal Stuhl, ich muss mich richtig hinsetzen. Hier kriege ich ja Probleme mit dem Kreuz. So. Ein Boot kommt aber auch nicht mehr. Kommt auch nicht alle Tage an, ne? Weil da stand ja auch, das muss ja keiner arbeiten, aber es kommt trotzdem Boote, was ja auch letztes Mal so war. Verstehe ich nicht. Naja. Yay. So, hier ist noch ein bisschen was, ne? Freunde, macht das mal hier. Hm, naja, immerhin sie machen was. Ich hätte diesen Posten hier bauen sollen. Ne, hätte ich nicht. Wenn uns kein Boot kommt. Aber hier hätte ich ihn bauen sollen, hier irgendwo. Ja. Weil dann hätte ich nämlich hier so schöne Brücken setzen können, hier verbinden. Das wäre natürlich viel geiler, es ist aber so kein Posten da. Vielleicht kann ich ja trotzdem noch, ne? Kann ich hier rüber oder ist das zu nah? Das ist in der... Ne, das ist überhaupt nicht zu nah, das könnte ich theoretisch machen. Cannot place in this location. Frage ist, das jetzt dann... Das liegt, glaube ich, daran, dass hier ein Weg ist, ne? Ich weiß es nicht, oder kann ich das hier hinbauen? Ne, hier würde nämlich auch gehen. Daran, dass hier der Weg ist. Scheiße. Andererseits, wir brauchen doch eigentlich keine Brücke, ne? Muss man auch mal bedenken. Das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. So, meine Fresse. Jetzt kann man auch mal so hintransportiert werden. Das ist ein Wunder, wie schnell das geht. Ja, sie haben ein Kind bekommen. Was 0 Jahre alt ist. Yay. So, 4 Students. Die Schule ergibt langsam Sinn. Schule geht noch immer Sinn. Ja, das tut sie. Widerspreche ich dir auch nicht. Ja. So, wir haben jetzt zumindest Ferien in Baden-Württemberg, wenn die Folge rauskommt. Ich noch nicht ganz zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber dann auch bald. Morgen ist nämlich Freitag für mich. Heute ist Donnerstag für mich.
Dann sind endlich Weihnachtsferien, da freue ich mich persönlich sehr drauf. Weil mich die ganze Scheiße so zwischen Herbstferien sind, glaube ich, und Weihnachtsferien ein bisschen gestresst hat alles. Weil wir ein bisschen viel in der Schule zu tun hatten. Natürlich werde ich nicht eingehen, was wir da hatten, denn das ist privat. Was? YouTuber auch privat? Ja, YouTuber auch privat. Die Frage ist, ab wann gilt man eigentlich als YouTuber? Wir hatten ja nur noch 300 Korn. Man, die fressen jetzt jedes Korn vom Kopf, ey. Und wann ist man eigentlich YouTuber? Ist der YouTuber eigentlich erst ab dann, wenn du mit YouTube, oh, ein Boot kommt an, wenn du mit YouTube, Geld verdienen kannst? Ich meine, das kann ich. Ich sage jetzt auch nicht wie viel, aber das kann ich. Allerdings ist man wirklich schon ein YouTuber. Andere sehen ja YouTube als, komm, das müssen wir jetzt, wobei, nee, wir brauchen eigentlich Rendered Life, sagt Merchant. Warte mal. Ich möchte ganz gerne. Wir haben aber keine Schafe. Schafe, aber ich würde ganz gern, Wo sind unsere Birnensamen, die wir nicht bestellt haben? Inventory. Purchase. Will ich ganz gerne Samen haben. Wir können euch leider nichts davon geben. Nee, komm, du bist böse. Meine, wir wollen 600 Schafe und ich bekomme dafür Firewood. Weißt du, könnt mich mal jetzt tschüss. Was ich ursprünglich sagen wollte ist, also für mich gilt eigentlich YouTuber erst ab dann, wenn du damit davon leben kannst. So, das heißt, ich mache jetzt noch kein YouTuber. Ich habe so viel kann man sagen, dass ich davon noch nicht leben kann. Das ist, denke ich mal, kein Geheimnis. Ich sehe YouTuber erst ab dann, wenn man leben kann. Oder ab da an, wo man eine gewisse Anzahl Abonnenten hat, dass man auch wahrgenommen wird, so wirklich in YouTube, dass man davon, dass man auch, dass Leute von einem reden. Ab dann ziehe ich als YouTuber, weißt du? Und nicht ab dann, wenn du YouTube-Videos regelmäßig hochlädst. Das ist für mich noch kein YouTuber. Aber da sind ja die Ansichten ziemlich verschieden. Zum Beispiel mein Cousin, der sieht es so, wenn jeder halt ein Video hochlädt, regelmäßig, dann ist das für ihn ein YouTuber. Für mich ist das noch kein YouTuber. Für mich ist es einfach ein Typ, der Videos hochlädt. Ne, für mich ist YouTube eher YouTuber erst dann, wenn er wirklich was Ernstes daraus macht. Ich meine, es gibt viele Leute, die laden Videos auf YouTube hoch. Einmal, haben nichts weiteres vor, verdienen damit vielleicht auch gar kein Geld. Aber just for fun, so wie wir das früher, wo ich früher auch mal ein paar Videos hochgeladen habe. Einmal, wo ich so ein paar Böller gezündet habe, so eine Scheiße. Aber just for fun, ohne irgendeinen jeglichen Hintergrund. Einmal mal, just for the fun, was hochgeladen. Das ist für mich noch kein YouTuber. YouTube ist für mich erst, wenn du das ernst meinst, wenn du wirklich, weißt du, du bist ja auch kein Star, wenn du mal auf Karaoke-Party irgendwie im Internet da so ein komisches Lied synchronisierst im Prinzip, weißt du, dann bist du ja auch noch kein Star. Ne? So sehe ich das. Aber gut, hat jeder seinen anderen. Wie sieht ihr denn das? Ab wann ist für euch jemand YouTuber? Könnt ihr mal in die Comments schreiben. In die Comments hier. So, wird hier noch gebaut oder was ist das denn jetzt hier? Ist das hier wieder mal Berliner Flughafen? Ich vergleiche das zu oft mit Berliner Flughafen, ne? Es ist mir schon selber öfters aufgefallen, dass das so in der Tat ist bei mir. Oh, der muss anpflanzen. Ach, der guck mal, der arbeitet. Okay, gut, der pflanzt doch schön an. Schaschische. Perfekt. Dann lasse ich den einfach daran arbeiten. Ich meine, wir haben genug Leute, die hier rumschlawenzeln. Mal 5 Labora. Da können wir eigentlich, wobei nee, können wir überhaupt nicht. Was ist das denn jetzt hier? Ah, das ist Fundament. Ich dachte gerade schon. Oh, wie lustig sowas. Ich finde die Spielung irgendwie so geil.
Naja. So, baust du jetzt auch? Ja, er baut. Oder sie baut. Es ist ein Wunder. Ein Wunder der Natur. Ein Wunder der Menschheit. Dass wir Sachen bauen. Ach, das war nicht immer so. Nee, was? Guck mal hier. Ja, Mann, es wird was geerntet. Pier, Pier, Burnen, Burnen, Pier, Pier, Burnen, Burnen. Nee, der hakt ihn auf dem Boden rum. Ja, egal, ist dasselbe. In der Banishment ist das dasselbe. Alter, jetzt baut doch da... Ach so, die baut doch weiter. Okay, ich habe mich nicht beschwert. Dann können eigentlich mal ein paar Leute hier ran arbeiten. Schwupp, so, haben wir 5 Leute. Eigentlich ganz cool, dass wir jetzt auch ein bisschen Spielraum haben. Ist eigentlich ganz geil. Und der arbeitet auch. Oh mein... Ich hasse es. Kann man überhaupt durchgehen? Naja, irgendwie schon, ne? Muss ja so. Das ist ein Reh. Es möchte handeln. Komm, Reh, ich gebe dir Sachen. Na, es möchte nichts. Oh, es frisst vom Weg. Das sind die sogenannten Erdfressrehe. Erdfressrehe, Wegfressrehe. Die sind ganz selten. Die fressen aber Steine von Wegen. Deswegen müssen die auch immer wieder geupgradet werden. Und dieser Steinweg, dann den man so drüber setzen kann, der hier, den man hier so drüber bauen kann, der ist ursprünglich dazu gedacht, dass die Rehe nichts mehr wegfressen. Weil die gibt es natürlich auch in echt, ohne Scheiß. Nee, natürlich nicht. Ich möchte ja keine Lügen erzählen. So, aber was ich erzählen möchte, dass die Folge wieder vorbei ist. Ich scroll mal schön hoch, weil das so cool aussieht. Oh, dann setze ich mich noch richtig hin. Und dann sage ich mal, wir sehen uns in meiner Folge. Bis dahin, haut doch mal bitte rein und macht's gut. Und dazu dann auch noch, ne, ratet es schon. Ciao!